The Red Suitcase, der rote Koffer, ist für den Oscar als bester Kurzfilm nominiert. Der Streifen erzählt das Dilemma einer jungen Frau aus Iran in Europa. Sie weiß nicht, ob sie ihr Kopftuch abnehmen soll. Filmemacher Cyrus Neshvat ist in Iran geboren und lebt in Luxemburg. Iran is a beautiful body, which is infected by a virus. Yeah? And the virus is eating this body. Yeah? Once we get this virus out, the body will be flourishing again. Die Hauptdarstellerin ist die Franco-Algerierin Nawel Evayar Ayat. Sie meint, dass der Film eine universelle Botschaft transportiert. Pour moi, ça parle de toutes les femmes, quoi. C'est comment est-ce qu'on renonce à l'asservissement pour ses propres choix, quoi. C'est se choisir soi. Qu'est-ce que je choisis pour moi, quoi? Est-ce que j'écoute ma famille? Est-ce que je fais mes propres choix? Et ça, je pense que c'est commun à toutes les cultures. Yeah.